Hey und willkommen bei einer neuen Folge Farewell Island mit und von mir, dem Commander, eurem gestreiften Zorni. Und es ist jetzt nicht viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. Für euch 2 Tage, für mich 2 Minuten. Aber wie ich schon vor ein paar Tagen in den Videos erwähnen musste, ich muss leider hin und wieder mal vorproduzieren, einfach weil mir sonst die Zeit für Uni ausgeht. Aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen und ich glaube auch dran. Die Pläne für heute, wir machen ein bisschen was an der Baumfarm und wir machen was an der Disco. Aber ich habe gerade eben was gesehen, was ich vorhabe mit der Disco. Der Raum da hinten wird vielleicht versiegelt oder für irgendwas anderes benutzt. Was machst du in meinem Bett? Was kannst du überhaupt? Das ist ganz nett. Wir ziehen die Disco um. Die kommt woanders hin. Wo sie dann hinkommt, zeige ich euch dann, aber... Sagen wir es mal so, es wird interessant. Und es wird nicht mehr wirklich eine Disco sein am Ende. Komisch, habe ich hier nicht mein Schleifding? Steht er noch vorne? Steht er. Wo habe ich meine Kreissäge? Hier? Nee. Kreissäge, wo bist du? Okay. Keine Ahnung, wo meine Kreissäge. Stimmt, die steht, glaube ich, noch am Haupteingang. Na gut, die hole ich mir gleich. Hier brutzeln. Ganz wohl nix. Weißt du was, machen wir uns einfach hier Goldäpfel. So. Weil wir es können. Um ehrlich zu sein. Einfach, weil wir es können. Ja. Also... Der Plan ist, die Disco umziehen und an der Baumfarm ein bisschen was machen. Die Baumfarm haben wir hier alles. Ein bisschen Erde könnten wir vielleicht gebrauchen. Was los, Kötze? Haben wir noch Holz? Erde? Nein, nein. Ja. So, das sollte genügen. Und dann geht's auch schon. Direkt zur Baumfarm. Nee. Falsch. Erstmal ein Abstecher zur Kreissäge und dann zur Baumfarm. Jo. Ja, hier habe ich wirklich die Kreissäge. Was habe ich nochmal dafür? Die nehmen wir jetzt einfach mit. Kommt dann später eher in unser Haus. Und jetzt können wir sie erstmal mitnehmen. Einfach weil wir sie brauchen. Ja. Und es waren... Ah, es waren doch die. Die polierten. Wir haben hier schon alles mit Erde ausgefüllt. Ah. Ich gar nicht mehr im Kopf. So, wir brauchen polierte Steinstufen. Und dann müssen wir hier einmal nach unten einbauen. So. Hm? So. So sieht das doch hübsch aus. Genau, und dann ist geplant, dass darauf die Fackeln kommen. Und hier die Hauslabs. Ja, es sollte gehen. Hinten den sollte ich auch abbauen dürfen, weil ich glaube, Lava bringt genug Licht dafür. Ja. Und hier natürlich jetzt auch noch. Die
wir den Raum an sich dekorieren können, ist mir leider noch nichts eingefallen. Also wirklich überhaupt nichts. Aber vielleicht fällt ja euch was ein. Dann könnt ihr das ja immer noch in die Kommentare schreiben. So von wegen, hey, mach's doch einfach so. Wenn nicht so schwer. Und dann lese ich es und denke mir, wow, diese Person XY ist ein Genie. Und dann werde ich es so machen. Also keine Scheu zeigen. Und zack. Hier und hier. Hier müssen wir, glaube ich, die Wand ein wenig wegnehmen, um... Diesmal ist schon... Okay, Per fragt, ob wir Dirt haben. So. Ich hab's gesehen. 2,5 Angriff. 6 Angriffsschaden. Das Ding muss herhalten. Wo ist es? Es sind 2. Okay. Er will anscheinend auf die Endinseln. Warum nutzt er nicht einfach den Glitch? So wird ich zumindest wahrscheinlich dann machen. In der nächsten Folge. Weil die klatschen den Enderdrachen, wenn ich leider keine Zeit habe. Macht aber nichts. Wir farmen uns dann in der Folge einfach ein paar Gastränen zusammen. Machen ein paar Endkristalle. Und klatschen den Enderdrachen nachträglich. Oder wir gehen direkt durch einen Glitch an die äußeren Endinseln. Und besorgen uns davor eine Elytra. So oder so. Wir werden sehr viel Spaß im End haben und wahrscheinlich daran sterben. Meine Netherite-Rüstung werde ich da auf jeden Fall nicht dabei haben. Da will ich mir lieber nochmal eine Diamant-Rüstung erfarmen. Bevor ich das auf mich nehme. Nein! Oh je. Oh je. Das war ein ausgerüsteter Zombie. Wo geht's dafür lang? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube hier lang. Notfallrüstung an. Machen wir uns kurz eine Notfallwaffe. Oder haben wir hier noch Waffe? Nee. Warum Notfallwaffe? Wir haben hier Diamanthocken. Können wir ja die einfach nehmen. Oh, das war ja überhaupt nicht weit weg. Und der Zombie ist auch weg. Das war aber ein gut ausgerüsteter Zombie, zumindest rüstungstechnisch. Noch mehr Mobs. Es gefällt mir gar nicht, dass da so viele Mobs drin sind. Immer noch. Ja, irgendwo müssen die ja spawnen. So. Ich glaube, hier müssen wir noch eine Wand wegreißen. Da weiß ich nicht, wie hoch ich gehen darf. Tatsächlich. Ja, bis dahin. Okay.
Okay. Oder auch nicht. Oh. Ist wirklich der eine nur hier. Oh ne, doch mehrere. Wenn ich die Höhe da auch noch haben will, muss ich zwei Reihen hier noch abdichten. So, so, so und so. Und jetzt sollte es dicht genug sein. Oder wieder nicht. Ah ja. Die Reihe scheint auch noch zu fehlen. Hm? Und lassen wir es einfach mal dabei. Sollte auf jeden Fall für Bäume ausreichen dann. Und hier. Ja. Wenn die Höhe nicht für Bäume ausreicht, weiß ich auch nicht weiter. Ja. Und so. Oh, den Rest können wir ja wegwerfen. Mit und bauen hier irgendwann später wieder rein. Weiter geht's mit der Disco. Und das ist echt super, dass man Laternen einfach so drunter hängen kann. Dann spawnt da wenigstens auch nichts drin. Obwohl mit der Disco können wir noch nicht weitermachen. Wir platzieren es doch wieder hier erstmal. Lagern mal ein bisschen was ein, damit wir Platz haben. Und jetzt nehmen wir dieses kommt. Das kommt mit. Der kommt mit. Das. Haben wir noch genug Platz? Ja. Okay. Ich glaube, wir haben alles dabei. Haben wir zweimal? Nee, wir haben nicht zweimal dasselbe. Ich dachte schon. So, und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, was könnte der vorhaben? Wo könnte er die Disco hin planen? Warum ist er im Village? Will er wieder ein Loch irgendwo reingraben für eine Disco? Nein. Hier oben, wo ich ursprünglich meine Statue hinhaben wollte, hier machen wir einfach eine Tanzfläche draus. Ich meine, das ist doch eigentlich fast perfekt hier. Hier kann man das DJ-Pult hinmachen. Mit Schallplatte und den zwei Notenblöcken. Dann machen wir die Dinger noch drauf. Und das. So. Da kommt die rein. Vielleicht ein bisschen angewinkelt noch. So. Okay. Das hätten wir schon mal. Da können wir unsere Boxen hinpflanzen. Mit Waystones wäre das natürlich cooler, aber die kosten mir zu viel. So. Hier kommt dann gleich ein bisschen was mit Redstone hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. So, wir brauchen 5x5 Feld. Mindestens. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr abgebaut. Hm?
So. Müssen wir natürlich dann noch alles schön herrichten und so weiter. Ist ja selbstverständlich, aber... Jetzt bräuchten wir Glas. In verschiedenen Farben. Haben wir Glas. Haben wir Farben. Obwohl, Farben können wir ja recht leicht besorgen, eigentlich. Dann müssen wir nochmal in den Nether, tatsächlich. Na gut. Ist dafür noch Zeit? Ja. Ansonsten, mach jetzt einfach einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns gleich bei der Blumenwiese vom zweiten Portal wieder. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder auf der anderen Seite des Portals. Holen wir uns ein paar Blümle. Vielleicht... Ah, Schaufel habe ich... Ah doch, ich habe noch eine Schaufel. Ne, da oben ist sie. Ein bisschen Sand vielleicht für etwas mehr Glas. Ansonsten verschiedene Blumen. Für Farbe. Gelbe Blumen. Ja, ich glaube, weiß brauchen wir jetzt nicht wirklich. Blaue Blumen. Und ein hellblau. Und ein Rot können wir mitnehmen. Wow. Was ist mit dem Mobs hier draußen los? Oh, wir haben eigentlich Rosen. Die gehen auch für Rot. Was bräuchten wir noch? Lila können wir aus Blau und Rot herstellen. Passt eigentlich, kommen wir wieder zurück. Nehmen wir uns noch ein bisschen Sand mit. Und hier drüben. Ungefähr ab hier sollten wir graben können. Das ist nämlich dann für die beleuchtete, für den beleuchteten Disco-Boden. Ja. Sollte reichen. Bis 64? Nee, es kann nicht wegen Glück sein, oder? Beeinflusst Glück, wie viel Sand man abbaut? Kann nicht sein, oder? Doch. Wenn er nicht so unterwandert. Aber ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Ja, und der Plan ist, Glas verlegen, darunter ein paar Redstone-Lampen. Die mit einer Redstone-Clock hin und her flackern. Und ich habe wahrscheinlich nichts zu essen dabei, oder? Nein. Warum auch? Wisst ihr was? Dann sieht man sich einfach gleich nochmal in der Disco, die ich da plane, bis dann auf den Tanzflächen. Bis dann werde ich auch ein bisschen Glas im Bund haben, damit wir das auf jeden Fall so gut wie möglich bei dieser Folge schon bereit haben. Bis gleich. So, und wie ihr mein Inventar seht, ich habe ein bisschen Farbe vorbereitet. Glowstone habe ich leider irgendwie keins gefunden. Zumindest irgendwo hier. Heißt, Glowstone ist dann das nächste Thema, aber immerhin die Hauptdisco kriegen wir fertig mit schönem Glas. Yay! So, dann hier wollen wir was, da. Da ein bisschen was hin, hier. Da. Lila wollen wir ja nicht, dass sich am besten wiederholt. Machen wir hier einfach nochmal gelb hin. Aber machen wir da nicht ein wunderschönes Blau. Da können wir Lila hinmachen. Orange machen wir diesmal dahin. Rot machen wir dahin. Hm.
Jetzt 5 Blöcke, das heißt noch 3 Rohre. Nochmal hier ein. Hier und hier. Ila hier. Hier. Und nochmal da hinten. Gelb machen wir. Da, da. Da. Auch wenn es jetzt komisch aussieht. Hier, hier und da. Und jetzt haben wir irgendwas falsch gemacht. Hätten wir jetzt das Blau unter Blau. Schieben wir Rot um 1. Ja. Wunderbar. Yo, Villager, was geht ab? Komm, Dancefloor. Dudes, 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 dudes. Yeah, er geht auch mit ab. Yeah, der weiß, dass hier die Party abgeht. Nice. Kann man hier einen wunderbaren DJ hinstellen. Der legt dann hier einer der Platten auf. Keine Ahnung, welcher das ist. Cat. Yeah, geht ab, gell? Bist du unser DJ? Woo! Ja, aber ist schon mal ein guter kleiner Fortschritt. Machen wir erstmal noch kurz Bruchstein hin. Abgrenzen. Dass hier dann noch eine Stufe hinkommt. Da eine Stufe und hier und dann müsste man da rüber gehen. Hier müssten wir dann natürlich ein bisschen abflachen. Am besten einfach mal so. Dass man auch wirklich diesen Weg hier hauptsächlich nutzt. Ich glaube, bei 2 hoch sollten die Villager schlau genug sein zu verstehen, dass sie hier nicht runterspringen sollen. Hoffe ich zumindest. Ja, aber dann können wir hier sogar Tische hinstellen vielleicht. Wenn es so macht. Ja, hier so ein paar Tische, da der Dancefloor. Das wird richtig schön. Yeah. Das machen wir. Diesen Villager packen wir auf jeden Fall im Thumbnail. Möchtest du nicht nochmal hier hinter? Ja, komm. Hier nochmal hinter das DJ-Pult. So. Okay, er will wohl nicht. Egal, wir haben ihn trotzdem einmal in der Aufnahme und so werde ich ihn auch finden. Deswegen hätte ich jetzt gesagt. Wo haben wir es denn? Hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt streifig. Lasst es euch gut gehen. Lasst gern ein Abo, Kommentar, ein Like. Wie es euch beliebter. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bye, bye.